Klimawandel, Rechtsnationalismus, soziale Spaltung, religiöser Terror, Flüchtlingskrise, Überwachungsstaat, Globalisierung. Als ich vor 2 Jahren angefangen habe, an meinem neuen Buch zu arbeiten, hat mich vor allem ein Gefühl begleitet. Die Angst. Die Angst vor der Frage, in welcher Welt meine Kinder eigentlich mal leben sollen. Und weil ich keine Lust habe, den Mächtigen tatenlos dabei zuzusehen, wie sie den Planeten vor die Wand fahren, habe ich meiner Tochter etwas versprochen. Ich werde für dich die Welt retten. Keine Ahnung wie, aber das werde ich schon herausfinden, und zwar genau hier. Also habe ich mich als Weltrettungspraktikant bei den Bundestagsfraktionen beworben, um ein Buch darüber zu schreiben, warum sie nichts dagegen tun, dass die Welt immer schlechter wird. Ihr könnt euch vorstellen, wie happy ich war, als Greta Thunberg die Fridays for Future ins Leben gerufen hat. Endlich passiert was. Aber kurz vor meinem Praktikum bei den Grünen bin ich auf ein Problem gestoßen. Auf das größte Problem, das man als Autor kurz vor der Deadline haben kann. Ich musste herausfinden, dass die wichtigste These meines Buches, nämlich dass die Welt immer schlechter wird, komplett falsch ist. Ich weiß, das klingt total verrückt und ich habe selbst eine Weile gebraucht, um es zu kapieren. Aber es stimmt, die Welt wird täglich Stück für Stück ein bisschen besser. Sie ist noch längst nicht perfekt und es gibt jede Menge ökologische und soziale Herausforderungen, vor denen wir stehen, aber die Richtung stimmt. Und als mir dann auch noch klar geworden ist, dass auch der Klimawandel nicht der Anfang vom Ende ist, sondern ein weiteres lösbares Problem, bin ich über die Fridays for Future Demo gelaufen und habe gedacht, fuck, die haben echt Angst. Es ist ja richtig, dass die Politik mal einen Tritt in den Hintern kriegt. Aber als meine Kollegen von den Grünen gefragt haben, warum ich meine Kinder nicht mit zur Demo bringe, musste ich an Greta Thunberg denken, die gesagt hat, dass wir nicht hoffnungsvoll sein sollen, sondern dass wir Panik haben sollen. Sorry, liebe Fridays for Future, Panik ist der absolut falsche Weg. Ich will nicht, dass meine Kinder in Angst und Schrecken versetzt werden, dass sie sich von dieser Massenhysterie anstecken lassen. Und ich will sehr wohl, liebe Greta, dass sie hoffnungsvoll sind. Denn dazu haben sie allen Grund. Wir Menschen sind nämlich nicht der Krebs dieser Erde, wie Eckart von Hirschhausen uns gerne beschimpft. Wir sind auch keine Sünder, die die heilige Mutter Natur schänden, sondern wir sind Teil dieser Erde. Wir haben uns aus der Armut und aus dem Elend befreit. Wir vermehren uns nicht wie die Karnickel, sondern wir sterben nicht mehr wie die Fliegen. Und jetzt müssen wir noch die richtigen Technologien entwickeln, um auch diese Krise zu meistern. Denn darin sind wir meisterhaft. Wir werden also auch das schaffen. Und das ist der Spirit, in dem ich meine Kinder aufwachsen sehen will. Als guter Parent for Future will ich meinen Kindern eine begründete und konstruktive Zuversicht vermitteln. Und wenn wir den populistischen Schwarzmalern dieser Zeit, den Angstmachern und Wutbürgern etwas entgegensetzen wollen, und das sollten wir tun, dann müssen wir aufhören, ihre apokalyptischen Lieder nachzusingen. Es gab immer Probleme und es wird auch immer Probleme geben, aber es werden immer weniger, weil wir sie lösen. Und wenn ihr mal wieder Angst vor der Apokalypse habt, das ist ganz normal, das kenne ich. Das ist ja auch mein erster Weltuntergang und der erste ist bekanntlich der schwerste, aber er wird auch dieses Mal ausfallen.